blicke gerade auf Bensheim. Dort ist nämlich der Sitz des Sektguts Griesel. Warum es Griesel heißt? Na, weil der Standort in den Grieselberg gebaut ist. Hier residierten früher die ehemaligen Staatsweingüter. Ein Hauch von Geschichte trifft auf quirlige Startup-Atmosphäre. 2013 gegründet, 2015 der erste Sekt. Das Geld kommt von einem Investor. Talent, Leidenschaft und Passion kommen von Nico Brandner. Gleich mit seinem ersten Jahrgang katapultierte er das Sekthaus in die Spitzenklasse. Neugierig bleiben, experimentieren, nie stillstehen, das ist Nikos Motto. Deshalb arbeitet er neben den traditionellen Sekten auch an Obstschaumweinen. Der ehemalige Banker, der den Genuss vor die Zahlen stellte, erklärt mir, dass das Anbaugebiet Hessische Bergstraße mit seinen Granitböden komplett unterbewertet ist. Nico hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern, und ich bin mir sicher, das gelingt. Danke für die Einblicke. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Aufzeichnung mit einem Schluck Grieselsekt.